Heringsdorf hat auch einen schönen Baumwipfelpfad. Und den schauen wir uns heute mal an, bei schönstem Wetter. So, wir sind jetzt oben auf dem Baumwipfelpfad. Ja, ganz schön groß und der ideale Tag, weil heute sind die meisten Leute wohl am Strand. Da ist hier zum Glück nicht ganz so viel los. Ja, mich werdet ihr jetzt im Moment nicht so sehen, weil ich habe die Actioncam vergessen, kein Stick dabei, sondern nur die Lumix. Aber das geht auch so. Ja, das ist die richtige Mutprobe für mich. Ich versuche es auch mit dem Handy zu filmen. Ich muss erst mal ein bisschen verschnaufen, da ich nicht schwindelfrei bin. Und hier im Hintergrund sehen wir die Ostsee. Schau dir das Meer an. So, und hier kann man in der Höhe etwas klettern, für die Mutigen. Leider etwas diesig, sodass man die Ostsee nicht so gut sehen kann. So, das war noch nicht alles. Hier geht es noch ein ganzes Stück höher. Und da gehen wir jetzt mal rauf. So, wir sind jetzt etwa auf 25 Meter Höhe und haben hier einen tollen Ausblick. Da hinten sehen wir die Seebrücke, das Riesenrad von Heringsdorf. Hier nochmal der Blick Richtung Ahlbeck, der Seebrücke. Ja, leider ist es etwas diesig heute. So, hier sehen wir das Trainingszentrum für angehende Dachdecker. Oh Mann. So, das war unsere kleine Runde auf dem Baumwipfelpfad. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu arg. Jetzt geht es langsam wieder runter. Es war wunderschön. Also wer mal in Heringsdorf ist, der sollte sich den mal anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war auch so mehr oder weniger der Rest von meinem kleinen Usedom-Rundgang. Viel habe ich euch nicht gezeigt, weil ich will ja auch ein bisschen Urlaub machen. Und dann geht's ans Videoschneiden. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und würde ich sagen, das war's mal wieder. Bis demnächst beim nächsten Video. Euer Richie on Tour. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert jetzt meinen Kanal, dann bekommt ihr eine automatische Info, wenn es ein neues Video gibt.